Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache jetzt etwas, was ich ungern tue, aber um der Sache willen tue. Und zwar kommentiere ich jetzt eine Predigt von Dr. Roger Libby, die er gehalten hat über die Entrückung, über den Zeitpunkt der Entrückung. Ich tue das deswegen nicht gerne, weil man normalerweise nicht hinter jemand herläuft und dem ständig seine Fehler vorhält. Ja? Da geht es mir auch nicht drum. Mir geht es insbesondere nicht darum, den Dr. Roger Libby persönlich abzuqualifizieren. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von ihm. Es geht mir nicht darum, ihn menschlich irgendwie zu diskreditieren. Da geht es gar nicht drum. Mir geht es aber darum, das zu zeigen, was er hier als Theologie öffentlich predigt. Wenn ein Sachverständiger kommt und einem Architekten sagt, du hast schlecht gebaut, heißt das nicht, dass er sagt, ich mag dich nicht. Ja? Oder wenn ein Fußballtrainer zu einem Spieler sagt, du hast heute schlecht gespielt, dann heißt das nicht, dass er sagt, du bist mir nicht sympathisch, sondern vielleicht sagt das der Sachverständige und vielleicht auch der Trainer gerade deswegen, weil er sein Gegenüber mag, ja? Und weil er nicht möchte, dass da, vielleicht weiß, möchte, dass er sich da verbessert, ja? Und ihm auch die Chance dazu gibt. Darum geht es mir hier auch. Mir geht es nicht um die Person von Roger Libby. Wie gesagt, ich habe da viel von ihm gelernt und das ist ein Bruder im Herrn, ist gar keine Frage. Aber die Auslegung, die er hier macht, die hat solche Schwachpunkte, dass ich euch die um der Sache willen und um des Evangeliums und um des Wortes Gottes willen gerne zeigen möchte, weil ich glaube, das sollte nicht unwidersprochen bleiben. Ich ergänze auch hier noch, ich habe sicher fünfmal versucht, ihn zu erreichen, habe ihn mehrfach angeschrieben, habe ihm Bücher geschickt, da kam kein Kommentar. Das hier ist keine Retourkutsche, es geht nur um die Sache an sich. Der Roger Libby verfolgt die dabistische Auslegung, die mir auch sehr, sehr gut geläufig ist. Ich bin in einer Brüdergemeinde in Nordrhein-Westfalen zum Glauben gekommen und habe diese Art der Entrückungslehre mit der Muttermilch eigentlich aufgesogen und kenne die sehr, sehr gut. Mittlerweile habe ich da eine andere Überzeugung und habe die auch in vielen, vielen Clips auch gezeigt. Ich benutze auch nur deswegen das Video von Roger Libby, weil er das in so einer einzigartigen Konzentration der ganzen Themen hier zusammenfasst. Ja? Fast als ob das eine Antwort wäre auf die Videos, die ich gemacht habe. Und das passt mir natürlich sehr gut, weil die meine Clips gesehen haben und meine Videos gesehen haben, wissen ja, wie ich die ganze Sache einordne. Und wenn jetzt Roger Libby diese ganzen Themen hier alle abklappert in einer Predigt, dann ist das eigentlich eine sehr konzentrierte Maßnahme. Ich wüsste sonst kaum, wo ich das so konzentriert finden könnte. Und ich tue das deswegen nur, um uns allen etwas Zeit zu sparen. Nochmal, es geht mir nicht darum, Roger Libby persönlich zu diskreditieren. Das ist ein wichtiger Prediger des Wortes Gottes. Hier hat er einige heftige Fehler gemacht und auch seine Argumentation ist in weiten Teilen dermaßen schwach und fadenscheinig, dass man das einfach wissen muss, wenn man dieser Vorentrückungslehre folgen will. Da muss man wissen, wo sind denn die Schwachpunkte in der Argumentation. Ich kenne niemanden, der das besser argumentieren könnte als er. Er ist eine echte Instanz, sicher im deutschsprachigen, europäischen Raum, vielleicht sogar im angelsächsischen Raum. Und deswegen nehme ich dieses Video. Das ist der einzige Grund dafür. Ja? Also das vorweggeschickt, nur dass ihr das wisst, man muss das teilen können, trennen können, dass das Persönliche von dem Sachlichen. Ja? Wer das nicht trennen kann, der möchte bitte hier abschalten, ja, weil es geht ja nicht darum, sich persönlich jetzt zu streiten oder auseinanderzusetzen. Es geht um die Dogmatik der Vorentrückung und wie sie argumentiert wird. Und das anhand von einem Video von Dr. Roger Libby. Ja. Auch an dieser Stelle, pardon, an die Gemeinde, wo das stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich tue das aufrichtig und ehrlich. Geht mir nicht darum, irgendwelche Leute da zu beleidigen. Ja. Okay, so das mal vorweggeschickt. Stürzen wir uns mal in die Predigt. Ich wünsche Gottes Segen und viel Gewinn beim Anschauen. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet die Entrückung. Wirklich vor der großen Trübsalzeit. Und dazu lesen wir aus 2. Thessalonicher 2. Ich lese die Verse 1 bis 12. Und ihr Lebensmotto war, zu warten, bis Jesus Christus kommt, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Der kommende Zorn. Oder einfach der Zorn von Gott.
auch im Alten Testament, bezeichnet insbesondere die schrecklichste Zeit der Menschheitsgeschichte, die große Drangsal nach Matthäus 24 oder große Trübsal. Das sind die 3,5 letzten Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König der Welt. Ja, hier ist schon der erste Punkt, auf den ich euch mal aufmerksam machen möchte. Und zwar wird der Tag des Zornes Gottes in dieser Art der Auslegung immer gleichgesetzt mit der Phase der Trübsalzeit. Die Trübsal dauert 7 Jahre, eine Jahrwoche, insbesondere die zweite Hälfte, also 3,5 Jahre davon sind Trübsalzeit. Aber es geht um eine Phase, um eine zeitliche Phase. Und die löst den Tag des Zornes aus. Aber sie ist nicht der Tag des Zornes Gottes. Denn der Tag des Zornes Gottes findet an einem ganz bestimmten Tag statt und nicht während einer Phase. Also ihr müsst da genau zuhören auch. Das wird immer gleichgesetzt. Aber es ist nicht dasselbe. Schauen wir mal weiter. Und das ist der Zorn Gottes, der da über die Welt kommen wird. Ausführlich beschrieben in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Und die Thessalonicher wussten, wir dienen dem lebendigen Gott und wir warten einfach jeden Tag, bis Jesus Christus kommt. Er wird uns retten vor dem kommenden Zorn. Ja, damit meint er, dass die Gemeinde vor der Trübsalzeit, vor der Phase der Trübsalzeit entrückt wird. Ja, er nimmt also diesen Vers, der sich mit dem Tag des Zornes Gottes beschäftigt, und wendet den an, dahingehend, dass er sagt, dieser Tag des Zornes Gottes ist die komplette Trübsalsphase, insbesondere die zweite Hälfte der Jahrwoche. Und vor diesem Tag des Zornes Gottes werden wir bewahrt. Das versteht er dann so, dass wir vor der Trübsalszeit entrückt würden. Was der Text nicht sagt. Ja? Schauen wir mal weiter. Und dann in Kapitel 4, Verse 13 bis 18, da wird die Lehre der Entrückung entfaltet. Also auch wieder die Wiederkunft Christi wird da klar beschrieben, wie der Herr Jesus kommen wird in den Wolken und die Gläubigen ihm entgegengerückt werden. Und dann Kapitel 5, auch wieder am Schluss, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt ganz wichtig, das Wort Ankunft, das wir jetzt da wiederholt gefunden haben, griechisch Parousia, wird im Neuen Testament verwendet für die Entrückung der Gemeinde. Wenn der Herr kommt in die Wolken und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden, wie das 1. Thessalonicher 4 am Schluss beschreibt. Aber der gleiche Ausdruck Parousia wird auch verwendet für das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Dieses Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit wird unterschieden von dem ersten Kommen Christi, wenn er kommt bis in die Wolken. Beim ersten Kommen Christi kommt Christus bis in die Wolken und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt in Wolken und wird dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Und zwar sowohl die, die verstorben sind, die werden zuerst auferstehen und werden dann mit denen, die bis dahin übrig und am Leben geblieben sind, gemeinsam hinaufgerückt in Wolken. Christus kommt beim ersten Kommen nicht bis auf die Erde, sondern er kommt nur bis in die Wolken. Das sehe ich auch so. Ja? Und dann gibt es ein zweites Kommen Christi, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist nach der Trübsalzeit, nach den 7 Jahren Drangsalsphase. Da kommt Christus dann wieder mit der Gemeinde auf den Ölberg und wird den Antichristen besiegen und wird sein ewiges oder sein tausendjähriges Reich, Friedensreich auf der Erde aufrichten. So ist die Sichtweise, die wir hier von Libby hören. Ja? Eins möchte ich noch ergänzen. Ich gehe davon aus, dass wir einen dritten Tag in der Endzeit haben. Neben diesem Tag der Entrückung und dem Tag der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und das ist der Tag, an dem Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist ein ganz bestimmter Tag in der Endzeit. Und weil die evangelikalen Prediger und auch Roger Libby diesen Tag nicht kennen oder nicht haben, deswegen fällt es ihnen so schwer, diese Verse von Paulus im zweiten Thessalonischer Brief zu erklären, weil dazu bräuchte man diesen dritten Tag, nämlich diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Da kommen wir aber dann später nochmal zu. Ich wollte das nur vorab schicken, dass ihr das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf habt. Ja? Schauen wir mal weiter. Also immer der Textzusammenhang macht klar, ob die Entrückung gemeint ist oder das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus sagt im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit,
3, Vers 13. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit, dann werden ihn alle Erlösten begleiten. Vom Himmel her werden sie mit ihm kommen. Ja, das sehe ich auch so, das sagt die Bibel deutlich. Jetzt stellt sich die Frage, ja, aber wie kommt man denn da hoch? Ja, und das wird erklärt mit der Entrückung. Da sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, das wird eben so sein. Die bereits gestorben sind als Gläubige, die werden auch einmal mit Jesus Christus kommen. Und die, die auf der Erde leben, bei denen wird das so sein, der Herr Jesus wird kommen bis in die Wolken und dann werden die, die leben, zusammen mit den Verstorbenen, die, deren Leiber auferweckt werden sollen, entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Also es braucht die Entrückung, man muss hochgehen, um dann herabzukommen. Und so müssen wir unterscheiden, das Kommen, die Parousia, für die Gläubigen und die Parousia mit den Gläubigen. Ja, das war also klar. Und dann kam Besuch. Das ist so eine Sache, wenn eine Gemeinde aufgebaut wird und da plötzlich kommt Besuch von außen. Und die haben den Thessalonichen gesagt, schaut mal, die Gemeinde muss in die Trübsal. Und das erlebt ihr schon. Ihr werdet so schwer verfolgt. Das ist die große Trübsal. Ihr seid schon drin. Und die haben dann noch eins draufgegeben. Die haben das so verkündigt. Und sie haben auch das als prophetisches Wort, im Sinn von so spricht der Herr, ihnen mitgeteilt. Und dann haben sie noch einen Brief geschrieben unter dem Namen von Paulus, einen gefälschten Brief, um ihnen das zu beweisen. Die Gemeinde muss in die Drangsal und ihr seid schon drin. Und darum musste Paulus den zweiten Thessalonicher Brief schreiben. Kapitel 2, Vers 1, noch einmal. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern, noch erschrecken lasst, weder durch Geist, das ist also einer, der sagt, ich rede durch den Geist, so spricht der Herr, noch durch Wort, also ist einer gekommen und hat einen Lehrvortrag gehalten, noch durch Brief als durch uns. Also gefälschter Brief von Paulus und seinen Mitarbeitern. Als ob der Tag des Christus da wäre. Also, er nimmt jetzt Bezug auf diese Situation mit diesem schlimmen Besuch und macht klar, ihr müsst ja nicht durcheinandergebracht werden durch diese Dinge. Und diese Dinge hatten eben zu tun mit dem Thema, Vers 1, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Jetzt haben wir hier Ankunft, Parousia. Ist das jetzt die Entrückung oder ist das das Kommen in Herrlichkeit mit den Gläubigen? Nun, wir können das anhand der Grammatik im Griechischen genau festlegen. Die Formulierung Ankunft und unser Versammeltwerden, die Formulierung im Griechischen entspricht der sogenannten Regel von Granville Sharp. Das ist ein bekannter Name in der griechischen Grammatik. Diese Regel muss man unbedingt lernen, und wenn man Griechisch studiert. Und dann werden viele schwierige Stellen plötzlich ganz einfach und klar. Und da ist die Regel so, dass der Ausdruck die Ankunft und unser Versammeltwerden, dass das dieselbe Sache ist. Ja, da bin ich auch einverstanden mit, geht auch aus dem Textzusammenhang deutlich hervor. Ja, also hier meint Ankunft das Gleiche wie unser Versammeltwerden zu ihm hin. Und das ist die Entrückung. Bei der Entrückung werden die Erlösten hier auf Erden in die Wolken entrückt dem Herrn entgegen. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So heißt es am Ende von 1. Thessalonicher 4. Das ist unser Versammeltwerden im Himmel, durch die Entrückung. Und nun sagt also der Apostel hier in Vers 1, im Blick auf das Thema Entrückung,
dürft ihr euch ja nicht erschrecken lassen. Sie hatten ein richtiges Verständnis für die Entrückung und das Kommen in Herrlichkeit. Und sie wussten, dass Jesus die Gemeinde retten wird vor dem kommenden Zorn. Aber jetzt waren sie eines anderen belehrt worden. Da muss ich jetzt nochmal einhaken als Nichtvertreter der Vorentrückungslehre. Wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes, weil das ein Tag des Zornes Gottes ist, der nach der Drangsal kommt, am Ende der Drangsal oder die Drangsal dann auch abschließt, die Drangsalszeit. Das heißt aber nicht, dass wir von der Phase der Trübsalszeit oder Drangsalszeit bewahrt würden. Ja? Also hier sieht man, dass da eine Schlussfolgerung gezogen wird aus zwei Begriffen, die nicht identisch sind, die auch nicht identisch verwendet werden in der Bibel. Ja? Die Drangsalszeit ist eine Zeit, eine Phase von 7 Jahren und der Tag des Zornes Gottes ist etwas anderes. Der wird durch diese Trübsalszeit eigentlich hervorgerufen. Ja? Gottes Zorn wird dadurch hervorgerufen. Und dann kommt am Ende dieser Trübsalzeit dann auch der Tag des Zornes Gottes. Und vor diesem Tag des Zornes Gottes werden wir als Gemeinde bewahrt, weil wir nicht zum Zorn aufgespart sind. Das ist natürlich richtig, ja. Heißt aber nicht gleichzeitig, dass das auch für die 7-jährige Drangsalzeit gelten würde. Denn die richtet nicht Gott an, die richtet der Mensch an, der Antichrist und sein falscher Prophet und die, die ihm nachfolgen. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, ja. Nur um das nochmal klarzustellen. Und da sollten sie von diesem Verständnis weggeführt werden durch Erschütterung. Prophetisches Wort, Lehrverkündigung und gefälschter Brief. Als ob der Tag des Christus da wäre. Nun, ich gehe davon aus, manche haben in ihrer Übersetzung, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das ist kein Problem, kein großes Problem. Es ist so, die allermeisten, die große Masse der Handschriften von dem 2. Thessalonicher Brief, die wir haben, die lesen hier, als ob der Tag des Christus da wäre. Und eine Minderheit, die liest der Tag des Herrn. Aber es ist eben nicht so problematisch, diese Sache, weil der Tag des Christus dasselbe ist wie der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn im Alten Testament ist immer die Zeit, wenn der Zorn Gottes über diese Welt kommen wird. Zephania 1, Vers 18. Müssen wir unbedingt aufschlagen? Ja, das empfinde ich jetzt auch als kritisch, weil jetzt geht Roger Libby ins Alte Testament und liest aus Zephania, einem Text, der ein halbes Jahrtausend alt ist, während Paulus im 1. Thessalonicher 5 auch schon mal den Begriff der Tag des Herrn verwendet. Da wäre es doch sinnvoll, wenn man innerhalb dieses Schriftwechsels zwischen den Thessalonischern und dem Paulus die Begrifflichkeit dort doch in der Nähe sucht und nicht in Zephania. Wir hören aber mal zu, was er da liest und dann schauen wir uns mal 1. Thessalonicher 5, Vers 2 an. Jetzt raschelt es wahrscheinlich in den Reihen, immer wenn man die kleinen Propheten aufschlagen muss. Aber das sind Perlen und ohne die kann man die Prophetie nicht verstehen. Ohne Jesaja und ohne Jeremia und Hesekiel und Daniel auch nicht. Man braucht alle prophetischen Bücher. Und nun, Zephania 1, Vers 7 zuerst. Still vor dem Herrn, dem Ewigen. Denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer bereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn. Da werde ich die Fürsten und die Königssöhne heimsuchen. Und so weiter. Dann Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe. Der Prophet versetzt uns in der Vision in die Endzeit. Und darum heißt es, nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen und sie werden umhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben.
Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können. Am Tag des Grimmes des Herrn und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land oder Eretz, die ganze Erde, verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er mit allen Bewohnern des Landes oder der Erde machen. Nun merken wir, der große Tag des Herrn, das ist der Zorn Gottes, der diese Welt treffen wird. Und er bezeichnet diesen Ausdruck schon die 3,5 Jahre der großen Drangsal und dann der Höhepunkt, das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Und übrigens, in 2. Petrus 3 sieht man das, das ganze folgende 1000-jährige Reich gehört dann auch noch dazu. Ja, also hier könnt ihr wieder hören, dass der Tag des Herrn zusammengefasst wird mit der Trübsalzeit, gleichgesetzt wird damit und dass sogar das 1000-jährige Reich dann nochmal über den Petrusbrief auch dazugeordnet wird. Allerdings haben wir für die Trübsalzeit eine klare Zeitangabe in der Bibel. Wir haben diese letzte 70. Jahrwoche, die noch fehlt aus Daniel, eine Woche. Ja, dann haben wir eine Zeitangabe 1260 Tage in der Offenbarung oder 42 Monate. Wir haben 3,5 Jahre. Das heißt also, wir haben für die Drangsalzeit eine ganz klare zeitliche Bestimmung. Wir haben für den Zorn Gottes einen ganz bestimmten Tag. Und dann gibt es ein 1000-jähriges Reich, was 1000 Jahre dauert. Und das wird alles da zusammengefasst drunter, damit man möglichst weit wegkommt von der Vorstellung, dass man während der Trübsalzeit noch auf der Erde wäre. Ja. Ich unterscheide das, ja, ich unterscheide alle drei Phasen. Also für mich gibt es eine 70-jährige Drangsalzeit und es gibt einen ganz bestimmten Tag des Zornes Gottes, der am Ende dann kommen wird. Ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf 1. Thessalonicher 5, weil Paulus dort auch von dem Tag des Herrn schreibt. Und da steht, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. So wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Das ist der Tag des Herrn, den Paulus im 1. Thessalonicher erwähnt, 1. Thessalonicher 5, den Thessalonischern auch gezeigt hat und vorgestellt hat. Und wer meine Clips kennt, der weiß, dass das hier geht es um eine Frau, eine schwangere Frau, die das Unheil schnell übereilt. Diese schwangere Frau, das ist Zion. Und diese Passage hier, die schreibt von der Wiedergeburt Jerusalems, dass nämlich in einer Friedenszeit, es ist Friede, es hat keine Gefahr, die Stadt Jerusalem das Verderben überfällt, weil der Antichrist mit seinen Truppen die Stadt angreift und in dieser Belagerung dann Zion zur Wiedergeburt kommt. Ja? Es wird sie der Schmerz überfallen wie eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, Paulus verwendet in diesem Schriftwechsel mit den Thessalonichern, also jetzt nicht Zephania, der 400-500 Jahre vorher geschrieben wurde, sondern im gleichen Schriftwechsel verwendet Paulus den Tag des Herrn auf diesen ganz bestimmten Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist kein Prozess, sondern ein ganz bestimmter Tag, an dem die ganze Stadt Jerusalem oder die dann noch in der Stadt übrig sind und eingekesselt werden, zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wenn das so ist, wovon ich fest ausgehe, dann hätten wir einen dritten Tag. Da habe ich eben von gesprochen. Wir haben einen Tag der Entrückung, wir haben einen Tag der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Aber wir haben auch noch einen Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Und weil diese Wiedergeburt Jerusalems bei den Pastoren heute nicht bekannt ist oder sie den nicht wollen und nicht verwenden und nicht akzeptieren, deswegen haben sie Probleme damit, den Tag des Herrn in 2. Thessalonicher 2 auszulegen. Und dann gibt es Konstruktionen, so wie wir sie jetzt gleich auch noch sehen werden, um das irgendwie zu umschiffen. Ja? Schauen wir uns das mal an. Aber der Fokus in der Prophetie ist speziell auf den Anfang. Die große Drangsal und dann kommt der Herr Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln, wie das Malachi 3 sagt. Also in der großen Drangsal hat man gewissermaßen schon das Morgenlicht, bevor die Sonne über den Horizont kommt. Das ist schon der Tag des Herrn und dann die Erscheinung des Herrn Jesus und er kommt auf dem Ölberg östlich von Jerusalem. Da, wo die Sonne am Morgen aufgeht, da wird er kommen als der Richter der Welt. Das ist der Tag des Herrn. Und der Tag des Christus. Christus ist ja griechisch für hebräisch
Messias, der Tag des Messias. Und in der rabbinischen Literatur, der Ausdruck Yemot HaMashiach, die Tage des Messias, das meint die Zeit, wenn der Messias kommt als König der Welt, um sein Reich aufzurichten. Und so ist klar, der Tag des Messias ist inhaltlich das gleiche wie der Tag des Herrn. Und nun sehen wir also, der Apostel Paulus sagt, lasst euch nicht von eurem Verständnis wegbringen und erschüttern, als ob die große Trübsal schon da wäre. Und er sagt dann weiter in Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Also es war Verführung, weil sie den ganzen prophetischen Plan Gottes durcheinandergebracht hatten, diese Besucher. Ja, das tue ich natürlich auch. Ich bringe diesen ganzen bisherigen prophetischen Plan durcheinander, weil ich glaube, dass man dieses Ereignis der Wiedergeburt Jerusalems, dass man das total übersehen hat und deswegen die Eschatologie, die wir hier vorgestellt bekommen und die eigentlich auch ich immer so gelernt habe, dadurch tatsächlich durcheinander kommt, weil plötzlich ein dritter Tag auftaucht, der erklärt, was Paulus mit dem Tag des Herrn meint, in diesem gleichen Schriftwechsel mit den Thessalonichern. Und dadurch müsste man natürlich die komplette Auslegung zum Tag des Herrn auch in 2. Thessalonicher 2 nochmal neu überdenken. Und dann kommt man natürlich durcheinander. Ja? Dann bringt man Sachen auch in Durcheinander und in Unruhe. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja? Unser Glaube soll ja orientiert sein an der Bibel. Und da wäre es gut, wenn der ein oder andere nochmal die Bibel aufmacht und nicht Theologien folgt, sondern dem, was Gottes Wort sagt. Denn die Zeit drängt. Aber gehen wir mal weiter. Ja, also sehr eindrücklich, wie die Thessalonicher da bewahrt werden vor dieser falschen Ansicht. Sie müssten da eben in die Drangsal und seien jetzt auch drin. Und dann erklärt der Apostel Paulus nochmals Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, also der Tag des Christus, nicht die Entrückung, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das heißt also jetzt laut Libi, dass der Tag des Zornes Gottes nicht kommt, es sei denn, dass zuvor der Abfall kommt und der Mensch der Sünde geoffenbart werden wird. Damit würde Paulus aber etwas beschreiben, was die Thessalonicher nicht gefragt haben. Er interpretiert das jetzt natürlich darauf hin, dass dieser Tag des Zornes Gottes die komplette Drangsal wäre und dass die Drangsal nicht eintreten würde, bevor nicht der große Abfall kommt und das Kind des Verderbens, der Mensch der Sünde, offenbart werden würde. Ja? Das ist das, was er hiermit eigentlich meint. Aber Paulus schreibt ja, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und dann der Mensch der Sünde offenbart werden würde. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieser Tag des Herrn, wie im 1. Thessalonischer Brief, den die Thessalonicher ja laut Libi aufbewahrt haben und vergleichen konnten und der inspiriert war von Gott, wenn die dort nach dem Tag des Herrn gesucht haben, dann haben die sehr wahrscheinlich verstanden, denn Paulus wusste noch von der Wiedergeburt Jerusalems, dass dieser Tag von der Wiedergeburt Jerusalems spricht. Und Paulus sagt hier in diesem Vers, die Wiedergeburt Jerusalems, die geschieht nicht, bevor nicht der Abfall kommt oder der Aufruhr. Da gehe ich davon aus, dass das das Auseinanderbrechen Israels ist. Das darf man hier einsetzen. Apostasie. Und der Antichrist offenbart wird. Und wenn das beides geschehen ist, dann wird der Tag des Herrn kommen, dann wird Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dann kommt der Tag, an dem die Tochter Zion mitten im Frieden Schmerzen überfallen werden, wie eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Aber Libi sagt, dieser Tag des Herrn kommt nicht, und damit meint er die komplette Drangsalsphase,
ja, wie er ja am Anfang jetzt hier argumentiert hat, diese Drangsalszeit tritt nicht ein, bevor nicht der Antichrist kommt und der Abfall geschehen wird. Das gibt der Text so nicht her, denn hier ist die Rede von einem Tag und nicht von einer Phase. Gucken wir mal weiter. Hier erklärt der Apostel Paulus, es wird in der Endzeit ein großer Abfall vom christlichen Glauben stattfinden. 1. Johannes 2, Vers 18. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Ja, und dann noch etwas. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Nun, damals, zur Zeit des 2. Thessalonicher Briefes, gab es noch den Tempel Gottes in Jerusalem. Ja, der Tempel in Jerusalem, beziehungsweise der Tempel Gottes, ist eins meiner liebsten Themen im Zusammenhang mit 2. Thessalonicher 2. Denn die Frage ist ja die, der Tempel Gottes, war das der jüdische Tempel dann noch, nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden war? Galt ab dem Zeitpunkt nicht allein das Opfer Jesu Christi? Wenn in der Zeit zwischen dem 1.-2. Thessalonischer Brief, so um 50 nach Christus bis 70 nach Christus, der Tempel noch 20 Jahre lang stand, war das dann noch der Tempel Gottes, in dem der Vorhang zerrissen war und der Tempel damit ja dann auch entweiht war? Ich glaube nicht. Nach dem Kreuzestod Jesu und seiner Auferstehung, 30, 32, 33 nach Christus, da galt nur noch das Opfer Jesu Christi. Und der Tempeldienst, der in der Zeit gebracht wurde von den Priestern im Tempel, die blutigen Opfer, die galten nicht mehr. Das war aufgelöst. Diesen Tempel als einen Tempel Gottes zu bezeichnen, das widerspricht vollkommen dem Neuen Testament und war auch nicht die Verkündigung des Paulus, auch nicht im 2. Thessalonischer Brief, dass er mit dem Tempel Gottes damals den Tempel gemeint hätte, in der Zeit zwischen Jesu Tod bzw. Jesu Auferstehung und der Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. Und noch weniger meint er damit den Tempel in der Endzeit, den die Juden wieder aufbauen wollen, also den Tempel, den die Juden dort in Jerusalem planen. Denn dort werden auch wieder blutige Opfer gebracht und die treten das Blut Jesu Christi mit Füßen. Das kann also nicht der Tempel Gottes sein, weil die Pastoren aber das Geheimnis der Wiedergeburt Jerusalems nicht kennen und dass Jerusalem, wenn die Stadt wiedergeboren ist, dann komplett als Ganzes ein Tempel Gottes ist, weil dann dort wiedergeborene Menschen drin leben, weil ihnen diese Kenntnis fehlt. Deswegen gehen sie immer davon aus, dass mit diesem Tempel Gottes in der Endzeit der jüdische Tempel gemeint wäre. Und damit verwechseln sie eigentlich den Tempel Gottes, der die Gemeinde Jesu ist, mit einem Gebäude, was die Juden wieder aufbauen wollen. Das ist ein eklatanter Fehler in der Auslegung. Aber gucken wir mal, wie Libby dort weiter auslegt. Der wurde dann einige Jahre später, im Jahr 70, durch die Römer zerstört und nie mehr aufgebaut. Und nun, damit diese Prophetie in Erfüllung gehen kann, muss es also wieder einen Tempel Gottes geben, wo man sich hineinsetzen kann. Und interessant ist, in unserer Zeit, in dieser Zeit des totalen Abfalls von dem Christentum, da erleben wir, wie zeitgleich das jüdische Volk aus aller Welt heimkehrt, aus allen 5 Kontinenten, über 3 Millionen. Genauso wie das in den Propheten vorausgesagt war, zum Beispiel Hesekiel 38, Vers 8. Also, das macht klar, wir sind genau in der Endzeit, in der Zeit des Abfalls und der Rückkehr des jüdischen Volkes. Und das prophetische Wort hat gesagt, und dann wird der Staat wieder gegründet werden, 1948. Und dann wird Jerusalem wieder in jüdische Hand kommen und auch der Tempelberg, das ist geschehen, 1967. Und dann wird auch dort wieder ein Tempel stehen. Ja, und viele Stellen sprechen darüber. Zum Beispiel Joel 1 und 2. All die vielen Ausdrücke muss man sich heraussuchen, die auf den Tempel hinweisen. Dieser Tempel kommt und der wird seit Jahren vorbereitet im Judentum. Ja, das ist natürlich eine erstaunliche Auslegung, weil die Frage ist ja die, wenn die Juden in der Endzeit einen Tempel bauen in Jerusalem und dort einen hohen Priester einsetzen, gilt er auch für uns? Gefällt das Jesus, dass die Juden dort einen hohen Priester einsetzen? Nein.
Jesus möchte, dass die Juden an ihn glauben, dass er der Hohepriester ist. Wenn der Hohepriester dort eingesetzt wird, dann wird er ja eingesetzt nach einem aaronitisch-levitischen Priestertum, das aber längst aufgehört hat und abgelöst wurde von dem ewigen Priestertum Melchisedeks, nämlich dem unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dort blutige Opfer gebracht werden, widersprechen die dem Opfer Jesu Christi auf Golgatha. Das heißt, dieser Tempel, den die Juden dort planen, ist nicht der Tempel Gottes. Die Juden sollen auch keinen Tempel bauen, die sollen an Jesus Christus glauben. Wenn die an Jesus Christus glauben würden, würden die keinen Tempel mehr bauen. Das heißt, Libby verwechselt hier etwas, weil er nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems. Wenn die Stadt Jerusalem an einem Tag in der Endzeit wiedergeboren wird, dann werden wiedergeborene Menschen dort in der Stadt Jerusalem sein. Das sind dann Priester, ja, so wie wir auch. Ein königliches Priestertum sind, so wie Petrus schreibt, ja, so sind die das dann auch, sogar noch viel mehr als wir, weil wir aus den Heiden sind ja nur Gnadenwahl. Aber denen ist die Verheißung geschehen im Alten Testament. Das heißt, wenn Jerusalem wiedergeboren wird in der letzten Zeit, dann ist dort eine geistliche Priesterschaft. Die bringt geistliche Opfer. Die opfern zum Schluss sich selbst, denn die werden sterben, wenn der Antichrist in die Stadt hineinbricht, nämlich sich in diesen Tempel Gottes hineinsetzt und dann sich dort göttlich verehren lässt. Das ist das, was Paulus meinte. Paulus hat niemals, hätte niemals einen jüdischen Tempel als Tempel Gottes bezeichnet, niemals. Wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt in seinen Briefen, dann spricht er immer von der Gemeinde Jesu. Das, was für uns neu ist und schwierig zu verstehen, ist, dass die Gemeinde Jesu am Ende der Zeit nach Jerusalem zurückgeht und dass in der Stadt Jerusalem Wiedergeburt sein wird an einem einzigen Tag und wir dann einen dritten Tag haben, mit dem wir dann 2. Thessalonicher 2 verstehen können. Die Tatsache wegen mir, dass die ganzen Tempelgeräte schon hergestellt sind und die Steine gegenüber vom Tempelberg irgendwo liegen, um den Tempel schnell aufzubauen, bedeutet überhaupt nichts. Menschen tun viele Dinge, auch die Juden tun viele Dinge. Und hier tun die Juden etwas, was Gott nicht von ihnen will. Die bauen nämlich einen Tempel. Wer ist denn der Tempel Gottes? Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Und am Ende der Zeit wird die Gemeinde Jesu wieder nach Jerusalem zurückgehen und dann ist die ganze Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Und da in diese Stadt hinein bricht der Antichrist und tötet die Priesterschaft dort im Tempel. Das, was Libby hier macht, ist, dass er etwas vermischt. Ja? Er vermischt diese geistliche Tatsache des Tempels Gottes, der Gemeinde Jesu, mit einem irdischen, physischen Tempel, den die Juden bauen. Schlimmer noch, da wird eigentlich eine jüdische Linie aufgemacht, die der Paulus niemals aufgemacht hätte. Paulus hatte eine ganz andere Sichtweise, denn er hat, Libby sagt das ja auch, zu der Zeit, als er den Thessalonischer Brief geschrieben hat, ich glaube 5 Jahre später, 1. Korintherbrief, da schreibt er an die Korinther, dass sie ein Tempel Gottes sind. Da stand ja der jüdische Tempel noch. Und Paulus schreibt das an die Korinther, ihr seid ein Tempel Gottes. Und da hätten Leute, die irdisch gesinnt sind, ja, und auf einen jüdischen Tempel immer wieder abheben, ob das damals war oder heute, die hätten gesagt, oh, der Paulus ist total verwirrt, der schreibt von einem Tempel Gottes, von einem geistigen Tempel irgendwo bei den Heiden. Der Paulus ist total durcheinander. Nein, war der Paulus nicht. Der Paulus hatte eine himmlische Sicht. Der hat die Gemeinde Jesu gesehen und er hat gesagt, in der Gemeinde Jesu, in jedem einzelnen Christen, wohnt Gott durch Gottes Geist, wenn er glaubt. Und da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Deswegen ist jeder einzelne Christ und die Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes. Und von über diesen Tempel Gottes schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2. Und weil die Pastoren nichts wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, deswegen unterstellen sie hier, wo von dem Tempel Gottes die Rede ist, unterstellen sie einen jüdischen Tempel und unterstellen ein jüdisches Priestertum und ein blutiges Opfer. Ja, und ein Priestertum nach der aaronitisch-levitischen Ordnung und bezeichnen das als Tempel Gottes. Das ist heftig. Ja? Da geht es drunter und drüber. Gut, ist ohnehin mein Lieblingsthema. Ja, wer meine Clips angeschaut hat, der weiß das. Wir machen Fortsetzung. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht, das das ermöglichen würde. Und die Altarsteine, ich habe sie gesehen, im Original, die sind schon bereit auf dem Nachbarhügel für den Moment, dass man die Steine gerade rüberbringen könnte und dann kann man mit dem Opferdienst beginnen, bevor man noch das Tempelhaus gebaut hat. Und Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit ihr zu seiner Zeit offenbart wird. Aha, da ist etwas, das hält zurück. Lesen wir mal weiter. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Und
Jetzt sagt er aber nicht, das, was zurückhält. Jetzt sagt er, der zurückhält. Und der muss dann weggehen und dann wird der Gesetzlose offenbart. Aha, etwas, was zurückhält und der, der zurückhält. Aber gut, jetzt nochmals ein schwieriger Ausdruck. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. Was ist das? Nun, in den Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse. Das ist ein wunderbares Studium, die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und in Epheser 3 erklärt der Apostel Paulus, Geheimnisse sind Wahrheiten der Bibel, die im Alten Testament nie mitgeteilt worden sind. Diese Wahrheiten sind von Ewigkeit her in Gott verborgen, sagt er. Und erst jetzt ist das den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt worden. Und wenn man diese 8 Geheimnisse studiert, wird man feststellen, alle diese Geheimnisse haben zu tun mit der Gemeinde. Die Gemeinde, der Leib Christi, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Nichtjuden, ist nirgends im Alten Testament zu finden. Das wird nirgends gesagt. Doch, die Gemeinde ist zu finden im Alten Testament. Aber nicht mit neutestamentlichem Werkzeug. Sondern man muss im Neuen Testament die Bilder verstehen, die uns im Neuen Testament erklärt werden, aus dem Alten Testament und dann mit dem Wissen ins Alte Testament gehen. Die Gemeinde wird zum Beispiel erklärt und angesprochen in Sprüche 30, da haben wir schon mal einen Clip drüber gemacht, blende ich euch hier oben ein, könnt ihr euch anschauen. Die Gemeinde ist im Alten Testament genauso erwähnt worden wie alles andere, was wir im Neuen Testament auch finden. Alles Neutestamentliche ist im Alten Testament schon erwähnt. Ist nur die Frage, ob wir Licht haben dafür. Die Wiedergeburt ist im Alten Testament auch schon erwähnt. Aber alle sagen, die ist in Hesekiel. Ja? Gott will uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Aber Jesus fragt Nikodemus nicht danach, dass Nikodemus ein neues Herz haben müsse oder einen neuen Geist bekommen müsse. Dann wäre Nikodemus ja Hesekiel eingefallen. Im Alten Testament sind die Bilder, die auf die Wiedergeburt deuten, Bilder von Geburtswehen, Wehen, Schmerzen, Schwangerschaft. Das ist das, was im Alten Testament auf die Geburt hinweist. Ja? Dass Sarah im hohen Alter noch ein Kind gebiert. Dass die Jungfrau, die Tochter Zion, schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird, den sie Immanuel heißen soll. Dass in Micha 4 und Micha 5 davon steht, dass Jerusalem schwanger werden wird und gebären soll. Und Jesaja 66 und diese ganzen Stellen, die sind alle im Alten Testament. Die Gemeinde ist im Alten Testament erwähnt. Die Frage ist, ob man Licht hat dazu. Aber wir schauen weiter. Das war wirklich eine ganz neue Offenbarung. Und jetzt, wie gesagt, alle diese Geheimnisse stehen in Bezug auf die Gemeinde. Aber der Heilige Geist hat gewirkt, dass die Christenheit sich wieder neu besinnen konnte auf das Wort Gottes. Eine Rückkehr zum Wort Gottes. Das ist diese Kraft, die da ist, das, was zurückhält, die das möglich gemacht hat, dass das Böse so zurückgewiesen wurde. Und überall, wo wir in Gemeinden, auch bis zum heutigen Tag, uns verteidigen gegen falsche Lehre und auch gegen Unmoral in der Gemeinde. Da gibt der Heilige Geist die Kraft, um diese Dinge außen vor zu halten. Und jetzt ist eigentlich schon manches klar. Das, was zurückhält, diese Kraft. Ja, jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es darum, wer hält zurück. Und da steht natürlich ein männliches Pronomen, der, der zurückhält, der, der beiseite muss. Und jetzt legt Libby das auf den Heiligen Geist aus. Das Problem ist nur, dass der Heilige Geist oder der Geist Pneuma im Griechischen Neutrum ist, das Geist. Das erklärt er jetzt und jetzt müsst ihr gut aufpassen, wie er diese Klippe umschifft. Und ich muss erklären, das Wort Geist, der Heilige Geist, auf Griechisch heißt das das Heilige Geist. Also weil Pneuma, das ist das Wort für Wind und für Hauch und für Geist, das ist sächlich. Aber in der Grammatik nennt man das Gender. Das ist nicht, was man im Englischen nennt, Sex. Im Englischen Sex wäre das biologische Geschlecht. Aber Gender, das ist eben das
in der Sprache das grammatikalische Geschlecht. Darum ist die Butter weiblich, aber nur in der Schriftsprache. Wir Schweizer sind überzeugt, dass man sagen muss, der Butter. Aber niemand denkt hier in der Schweiz, der Butter ist ein Mann. Ja? Auch in Deutschland niemand denkt, das ist eine Frau, sondern das ist nur Gender. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Aber wir werden mit einem biologischen Geschlecht geboren. Ja? Das ist also so, das Fräulein ist biologisch ganz klar weiblich, aber Gender, also das grammatikalische Geschlecht, ist einfach eine Sprachkategorie. Da ist es sächlich. Das verstehe ich nicht. Also Paulus schreibt von einem Männlichen, von dem, der aufhält. Und das ist jetzt der Butter oder das Fräulein? Also das ist zu wenig. Wenn Paulus hier von einem Männlichen spricht, der aufhält, dann kann man das nicht mit der Butter oder das Fräulein übersetzen. Jede Form, die als Verniedlichungsform verwendet wird, ist sächlich. Das Männlein oder das Fraulein oder Fräulein oder das Weiblein, ja, das ist immer dann sächlich. Aber hier ist es ja so, nicht, dass Paulus das Sächliche verwendet und er meint eine männliche Person, oder dass Paulus das Sächliche verwenden würde und er meint eine weibliche Person, sondern er schreibt hier einfach von einer männlichen Person. Das ist da definiert. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist das? Jetzt sagt der Roger Libby, ja, das ist der Geist Gottes. Das funktioniert zwar im Deutschen, aber er weiß natürlich, dass das in der Grammatik im Griechischen nicht funktioniert. Und jetzt setzt er den Geist Gottes mit Gott gleich. Ja? Also Gott hält auf in Form des Geistes durch die Gemeinde, die erst entrückt werden muss, bevor der Antichrist kommt. Das ist schon eine ziemliche Konstruktion, oder? Bis man da zum Thema kommt. Meiner Meinung nach ist der Schriftwechsel zwischen dem Paulus und den Thessalonichern auf einem weit höheren Niveau gewesen, als wir uns das heute vorstellen können. Und ich glaube, dass Paulus, wenn er vom Antichristen schreibt, natürlich von Daniel 11 auch gesprochen hat. Roger Libby hat es ja auch kurz erwähnt, ja, dass der Antichrist in Daniel 11, Abvers 36 erwähnt wird. Übrigens dort als Antiochos Epiphanes kein Römer, sondern ein Seleukide. Und wenn man Daniel 11 mal genau liest, dann sieht man nämlich, dass Daniel einen König ausgelassen hat. Und dass Antiochos Epiphanes eigentlich der siebte König war. Und dann Daniel einen Sprung macht ab Vers 36 in die Endzeit und dann von einem achten König spricht. Ja? Und der noch aufhält, das ist der siebte König. Der hält noch auf. Und dann kommt der achte und der ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Das ist sehr komplex. Ich kann das hier nur kurz andeuten, weil das sonst alles zu lange auch wird. Johannes sagt in der Johannes-Offenbarung, fünf Könige sind schon gewesen. Einer ist und der andere ist noch nicht gekommen, der siebte. Und wenn er kommt, dann muss er eine kurze Zeit bleiben und dann kommt der achte und der ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Frage, wo in der Bibel gibt es eine Struktur von sieben und acht Königen und die dann, wo der achte dann wieder von den sieben ist? Nur in Daniel 11. Daniel 11 beschreibt Antiochos Epiphanes, der historisch gesehen der achte König war. Daniel lässt aber einen König aus und überspringt praktisch den zweiten oder dritten König dort, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, sodass dann der Antiochos Epiphanes in der Bibel, nach biblischer Zählweise, der siebte wird. Historisch war er der achte, in der biblischen Zählweise ist er der siebte, aber die Bibel macht einen Sprung ab Vers 36, bis Vers 45 zu einem endzeitlichen Antiochos Epiphanes, der dann der achte ist. Und der ist deswegen von den sieben, weil der auch ein Seleukide ist und kein Römer. Das meint Paulus hier. Wie gesagt, ich kann das nur andeuten hier ganz kurz, aber es hat mit dem Geist Gottes, Pneuma, der sächlich ist, nichts zu tun. Und die konstruktive Brücke, die man sich da so baut, dass das dann Gott wäre und die Gemeinde kann es nämlich auch nicht sein, weil die Gemeinde im Griechischen halt weiblich ist. Ja? Vielleicht das Fräulein oder der Butter. Also das ist zu wenig. Ja?
Und wie gesagt, der Schriftwechsel zwischen den Thessalonischern und dem Paulus, der war sehr viel komplizierter und komplexer, als wir uns denn heute vorstellen können. Ich deute das, wie gesagt, hier nur an. Wir machen Fortsetzung. Aber für alle ist es klar, das Fräulein, das Weibliche ist nicht in Frage gestellt. Gut, also das Geist. Und darum konstruiert der Apostel Paulus eben grammatikalisch und sagt, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Nämlich das Geist, ja? Jetzt hält doch das Geist auf, ja? Das ist anders zu verstehen. Paulus sagt, ihr wisst, was es aufhält. Ihr wisst, dass der Vorgang die ganze Sache aufhält. Ja? Das Ereignis, dass der siebte beiseite getan werden muss und dann der achte kommt. Deswegen bezeichnet er das als sächlich. Ja? Er sagt, dass da jemand kommt, ein männlicher kommt und der wird beiseite getan und dann wird der Antichrist offenbar, ja? Das Kind des Verderbens, der Mensch der Sünde. Ihr wisst, was es aufhält, das beiseite setzen. Wenn es der Geist Gottes wäre und darüber dann die Gemeinde, die erst entrückt werden müsste, dann würde Paulus dort das Wort Episynagoge verwenden, wie er das in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 auch gemacht hat. Ja? Bezüglich der Ankunft des Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens mit ihm, so beginnt er ja diese Passage, und dieses Versammeltwerden mit Christus, mit ihm, das ist das Episynagoge, das Hinaufversammeltwerden. Wenn Paulus also von der Entrückung spricht, dann verwendet er dieses Wort Episynagoge, Hinaufversammlung, weil wir hinauf entrückt werden. Hier steht aber Ekmesos, aus der Mitte muss der weg, der muss zur Seite geschoben werden, wie etwas, was stört. Ja? Das ist ein ganz anderer Begriff. Das würde ja bedeuten, die Gemeinde muss erst zur Seite geschoben werden, wie etwas, das aus dem Weg geräumt werden muss. Und das bezieht sich auf den siebten König. Der wird beiseite geschoben und dann kommt der achte, dann kommt der Antichrist. Das ist die Bedeutung, die hier steht. Aber man kann sich sagen, es ist jetzt doch, in diesem Vers ist jetzt doch wieder sächlich, ja, also das Geist, ja, das geht runter und drüber da, ja. Also wir schauen weiter. Aber weil der Heilige Geist nach der Lehre der Bibel Gott ist, er ist eine wirkliche Person, die denkt, handelt und fühlt. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Er handelt und hat Willen. Und darum wird er hier eben mit dem Männlichen auch bezeichnet. Nur ist jetzt der da, der zurückhält. Aber es ist nicht die Gemeinde. Wir sehen ja, wie die Gemeinde verweltlicht. Wenn es auf uns ankäme, da wäre nicht der Widerstand nicht groß. Aber wenn der Heilige Geist Kraft gibt der Gemeinde, dann merken wir, was das ist, der zurückhält. Und dann heißt es, bis er aus dem Weg ist. Aber wie gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi, bestehend aus Juden und Nichtjuden. Und als Jude hat man da keine besondere Berechtigung. Galater 3 sagt am Schluss, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also in der Gemeinde ist dieser Unterschied zwischen Israel und den Völkern vor Gott aufgehoben. Ja, und diese Gemeinde wird auch bezeichnet als Geheimnis in Epheser 5 als Mann, Ehemann und Ehefrau. Ja? Und die Gemeinde ist heute die Braut Christi. Wie das 2. Korinther 11, Vers 2 sagt, Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Und jetzt, was macht die Gemeinde? Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Der Geist und die Braut. Der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde. Was einzigartig ist, das hatten wir nie im Alten Testament. Er wohnt in der Gemeinde und er ist die Kraft, die die Gesetzlosigkeit zurückhält, die sich in der Christenheit ausbreitet, immer mehr, bis hin zum Abfall. Und er ruft dem Herrn Jesus, komm. Und die Gemeinde ruft, komm. Zur Entrückung.
Und dann wird der Moment stattfinden, nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, der Herr Jesus wird kommen und wird die Gemeinde sich entgegenrücken. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, eine Entrückung, das gibt es gar nicht. Das ist eine Irrlehre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Es ist unglaublich. Meine Mutter hat mir immer gelehrt, als ich ein Kind war, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt Leute, die sagen, eine Entrückung, das gibt es gar nicht in der Bibel. Aber dort in 1. Thessalonicher 4 heißt es, wir werden entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. Also, dann wird der Heilige Geist, so wie er gekommen ist an Pfingsten, um in einer ganz speziellen Weise in der Gemeinde wirksam zu sein. Er ist der Gott, er war immer allgegenwärtig. Aber wenn es heißt, dass Gott an dem Ort wohnt, dann heißt es, dass er sich in besonderer Weise offenbart. Und er hat sich in der Gemeinde deutlicher offenbart, als wie das im Alten Testament war. Da haben die Menschen sich auch bekehren können. Der Heilige Geist hat gewirkt. Aber wohnen in der Gemeinde, das ist etwas ganz Besonderes. Und so wird also die Gemeinde entrückt werden und der Heilige Geist wird weggehen. Die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Also wenn ihr genau zugehört habt, eben hat er gesagt, die Gemeinde ist es nicht. Jetzt sagt er, die Gemeinde ist es doch, ja, weil der Heilige Geist, das Geist, hält es auf, der wird weggetan werden und damit wird die Gemeinde entrückt. Also wird es doch wieder alles zusammengebunden und jetzt ist sogar dieser Er, der aufhält, die Gemeinde, sogar weiblich geworden. Ja? Also übersächlich zum Weiblichen. Das ist zu wenig, als dass man damit 2. Thessalonicher 2 erklären könnte. Das ist zu wenig. In 2. Thessalonicher 2, da laufen zwei große Linien zusammen, nämlich die der Wiedergeburt Jerusalems, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der Tag des Herrn, 1. Thessalonicher 5, ja, wo sie das Unheil schnell übereilen wird, wie die Wehen eine schwangere Frau. Das ist der eine Strang und der andere Strang ist Daniel 11, der aufhält, ist der siebte König, der weggetan werden muss, in Verbindung mit den Texten aus der Offenbarung. Und dann der achte kommt, der von den sieben ist. Ja? Das ist die Tiefe dieser Verse und dieser Zeilen. Und wenn man die Wiedergeburt Jerusalems nicht kennt und nicht weiß, was in Daniel 11 über diese Abfolge der Könige gesagt ist und dass Johannes sich in der Offenbarung auf diese Abfolge bezieht, dann bleiben die Verse in 2. Thessalonicher dunkel. Und sorry, da muss man sie mit der Butter und das Fräulein erklären. Aber das greift viel zu kurz. Ja? Das ist zu schwach und auch zu wenig, um den Text wirklich zu erläutern und damit die Vorentrückung dann erklären zu wollen. Ja? Bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Heilige Geist nicht mehr zurückhalten. Der Antichrist, er kann schon geboren sein, wird sich dann zeigen. Als der größte Verführer aller Zeiten. Und er wird die Menschheit verführen in einer Art und Weise, wie man es noch nie zuvor erlebt hat. Offenbarung 13, 11 und folgende sagt, er wird auch Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also er wird auslösen können, dass plötzlich ein Blitz kommt vom Himmel. Das, was die Baalspriester nicht konnten, in 1. König 18, das wird er können. Und er wird ein Götzenbild machen, das spricht. All die Götzenbilder, die es heute gibt in der ganzen Welt, die sprechen nicht. Aber das wird sprechen. Das wird der größte Esoteriker sein aller Zeiten. Aber wenn dann der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, wird er ihn vernichten. Und das lesen wir hier in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also, wenn der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann wird der Antichrist in die Hölle geworfen werden. So steht es in Offenbarung 19. Ab Vers 11 wird die Wiederkunft Christi mit den Gläubigen beschrieben aus dem Himmel. Und dann sehen wir, wie da Armeen auf der Erde ihm entgegenstehen werden. Und da ist ein Führer, der wird genannt das Tier und der falsche Prophet. Das Tier, das ist der kommende Diktator des Westens und
Der falsche Prophet, das ist der falsche Messias. Ja, das mit dem Diktator des Westens als Antichrist, das leitet er daraus ab, dass er der Rom-Theorie folgt und dass der Antichrist aus Rom sein muss, weil das Standbild zwei Beine hat statt zwei Schenkel. Ost- und Westrom und das Römische Reich in der letzten Zeit in Form dieser 10-10 dann wieder aufkommt. Wie gesagt, die Frage ist dann immer, wofür stehen denn dann die beiden Füße? Weil die beiden Füße und die 10-10 sind ja eine Einheit, die sind beide aus Eisen und Ton. Der Stein, der vom Berg herabgerissen wird, der ein Bild auf Christus ist, der schlägt das Standbild an seine Füße. Also müssen zur Wiederkunft, zur Zeit der Wiederkunft Christi, ja die beiden Füße herrschen. Und in der Rom-Theorie kann man nicht erklären, wer die beiden Füße sind. Also diese ganze Rom-Theorie ist mangelhaft. Aber man geht dann davon aus, dass der Antichrist ein Herrscher aus dem Westen sein soll, irgendwo aus Europa. Stimmt aber auch, also ist auch nicht stimmig. Er hat ja eben auch mehrfach auf Daniel 11 verwiesen, Antiochus Epiphanes. Wie gesagt, er war kein Römer, sondern der war ein Seleukide. Aber da habe ich auch schon viele, viele Videos zu gemacht. Hier sieht man nur also der Grund dafür, warum er glaubt, dass der Antichrist ein Herrscher aus dem Westen ist, ein Diktator aus dem Westen. Denn der rührt daher, dass er der Rom-Theorie noch immer folgt. Und der Antichrist, der ist dann ein Tier aus dem Land, aus Israel. Aber das geht auch dann, wenn man das näher anschaut, wie er das auslegt, auch irgendwann dann wieder durcheinander. Und ihr habt ja auch gesehen, eben sind verschiedene Zeichen, die der Roger Liebe dem Antichristen zuschreibt aus Offenbarung 13. Die tut der falsche Prophet. Also der falsche Prophet, der macht ein Standbild und der macht auch, dass die Menschen sich ein Mahlzeichen geben und der tut auch Zeichen und Wunder. Der Antichrist tut keine Zeichen und Wunder. Wenn ihr das anschaut, auch hier in 2. Thessalonicher 2, dann schreibt Paulus nur, dass seine Ankunft mit Zeichen und Wundern einhergeht. Und zwar Zeichen und Wunder, die der falsche Prophet tut, der auch Feuer vom Himmel fallen lässt. Ja? Aber der Antichrist selber tut keine Zeichen, sondern nur der falsche Prophet. Es geht auch immer durcheinander, auch bei ihm. Ja? Wir schauen weiter. Der Jesus Christus als Messias imitieren wird. Und die werden miteinander zusammenarbeiten, aber die werden direkt in die Hölle geworfen. Und dann wird der Herr den Antichristen nicht mal berühren. Er ist so eklig, dass er ihn nicht mal berühren wird. Nur durch den Hauch seines Mundes. Und dann wird aber beschrieben, dieser Antichrist, wenn er kommt, seine Ankunft wird sein nach der Wirksamkeit des Satans. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. In allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen. Er wird die Massen verführen. Dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Also alle Menschen, die das Evangelium, die Wahrheit gehört haben und bis zu dem Zeitpunkt sich nicht bekehren wollten, die werden es nicht mehr können. Die, die es noch nicht gehört haben, die werden schon sich bekehren können. Darum wird eine unzählbare Schar dann durch die Trübsal hindurchgehen, aus allen Völkern, Offenbarung 7. Und auch ein Überrest aus Israel. Offenbarung 7 spricht von den 144.000 aus allen Stämmen Israels. Also. Ja, das ist das, was ich eben meinte, dass man bei dieser Art der Auslegung der Auffassung ist, dass die Gemeinde entrückt wird vor der Trübsal und dann in der Trübsal nochmal eine große Anzahl von Menschen aus den Nationen und auch aus Israel zum Glauben kommen und dann aber während der Trübsal dann praktisch ihr Dasein fristen müssen und wahrscheinlich ihr Leben dann auch verlieren. Das sind aber auch Aussagen, die auch gemacht werden, weil man nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems und weil man vor allem glaubt, dass die Offenbarung chronologisch aufgebaut ist, dass Johannes in Offenbarung 4, den ersten Versen, den Auftrag bekommt, komm herauf, ich will dir zeigen, was hernach geschehen soll und dass alles, was danach kommt, dann nur noch für die Endzeit gilt. Ich bin nicht der Auffassung, ich glaube, dass die Entrückung so groß ist, dass die nicht in Offenbarung 4, Vers 1 oder 2 angedeutet wird, nur in einem Halbsatz, so symbolisch, Johannes, komm herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll, sondern dass Johannes dort nur auf seine Vision vorbereitet wird, ja? dass er eine himmlische Perspektive da bekommt für die Endzeit. Aber das heißt nicht, dass alles, was danach käme, mit der Gemeinde nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, dass die Entrückung in Offenbarung 11 und in Offenbarung 12 beschrieben wird, aber in Bildern, die sehr alttestamentlich anmuten und die man nicht deuten kann, wenn man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Die Aussage, dass die Gemeinde entrückt wird und dann in der Drangsalszeit nochmal Menschen zum Glauben kommen an Jesus,
widerspricht dem Neuen Testament auch, weil dann müsste es ja zwei Entrückungen geben. Davon ist nirgends in der Bibel die Rede. Paulus spricht davon auch nicht. In der Offenbarung steht da auch nichts von. Das ist so eine Hilfskonstruktion, die man hat, weil man bei der Auslegung der Offenbarung von falschen Voraussetzungen ausgeht, insbesondere davon, dass die Offenbarung linear sei, also ein linearer Zeitablauf sei. Ich gehe davon aus, dass die Offenbarung in konzentrischen Kreisen berichtet, und zwar so, wie das Alte Testament das auch uns immer wieder zeigt. Da wird erst ein grober Rahmen gegeben und dann wird detailliert in den zweiten und dann wird noch feiner detailliert in den dritten Anlauf. Das ist so eine konzentrische Art und Weise zu berichten. Und das passiert in der Offenbarung auch. Die Siegelgerichte machen einen groben Umschlag über die ganze Weltgeschichte. Danach kommen die Posaunengerichte, die reduzieren sich nur auf Israel. Und danach kommen die Schalengerichte und die reduzieren sich dann nur noch auf die 70. Jahrwoche. Ja, so eine konzentrische Erzählweise, wie wir die auch aus dem Alten Testament kennen. Wissen auch alle Bibellehrer, wird aber hier beiseite getan, weil sonst die Vorentrückungslehre kippt. Ja, wir schauen weiter. Der Antichrist wird die verführen, die das Evangelium gehört haben, weil hier steht, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und das wird furchtbar sein. Da muss man den Leuten jetzt sagen, ihr habt es gehört, jetzt müsst ihr euch bekehren. Der Jesus könnte jederzeit kommen zur Entrückung. Also da bin ich ganz einverstanden mit Roger Libby. Wir müssen den Menschen das Evangelium sagen. Ja? Ich bin nicht der Meinung, dass der Herr Jesus jederzeit kommen könnte, weil der Ankunft Christi gehen einige Dinge voraus, wie Paulus eben in diesem Kapitel sagt. Aber da bin ich der Meinung, auch von Roger Libby, das Evangelium muss raus an die Leute, dass Menschen umkehren, dass Menschen sich bekehren, glauben an den Gott, der seinen Sohn gegeben hat für die Welt. Ja, das ist etwas Großes. Und ich freue mich immer wieder, auch weil Roger Libby bei allem, wo wir vielleicht dann auch differieren, das auch immer wieder sagt. Ja, das finde ich gut. Und da bin ich auch ganz einig mit ihm. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das eine Irrlehre ist, wenn man jetzt einen anderen Zeitpunkt für die Entrückung ansetzt, als das vielleicht gemeinhin der Fall ist. Aber da freue ich mich immer drüber, dass er auch bei allen Vorträgen, die er immer wieder auch hält über Israel und über diese ganzen Sachen, immer wieder zum Evangelium kommt und die Leute zum Glauben ruft. Ja, da sind wir also einig, egal wo wir jetzt vielleicht hier auch differieren, so zumindest meine Sicht. Und dann ist es zu spät. Dann ist gewissermaßen die Türe zu im Gleichnis der Jungfrau. Und da möchte ich noch einen Vers mitgeben, Offenbarung 3, Vers 10. Der Jesus sagt zur Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und Stunde, Hora, bedeutet im Griechischen auch Periode. Die Periode der Versuchung. Das ist die schrecklichste Zeit der Verführung. Wenn der Antichrist kommt mit seinen Zeichen und Wundern und mächtigen Taten, das ist die Stunde der Versuchung. Und der Herr Jesus sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und da sagt einer, oh nein, hier steht nicht vor, hier steht im Griechischen Eck. Ja, da steht im Griechischen Eck. Aber im Wörterbuch kann das heißen vor oder aus. Und jetzt sagt einer, ja, drum müssen wir übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Und da muss man sagen, nein, das geht gar nicht. Dieser Ausdruck kommt noch einmal vor. Bewahren vor, Eck. In Johannes 17, da sagt der Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Niemand übersetzt bewahren aus dem Bösen. Warum? Weil das gar nicht geht. Ja, natürlich geht das nicht. Es geht nicht, dass man vor dem Bösen bewahrt würde, so wie Jesus sagt, und man das dann so versteht, als ob man erst bewahrt würde und dann erst das Böse kommt. Das Böse ist ja schon in der Welt. Ja? Also hier eckzeitlich zu verstehen und
zu sagen, dieses Eck bedeutet immer vor etwas weg statt aus etwas heraus, das macht auch keinen Sinn. Ja, also Eck kann aus heißen oder kann vor heißen. Und das aus diesem einen Wörtchen abzuleiten, ist auch zu wenig. Wir haben ja eben auch schon gesehen, dass viele Voraussetzungen da als gegeben angesehen werden, die der Text in 2. Thessalonicher 2 oder 1. Thessalonicher 5 nicht hergibt. Und so ist es auch mit dem Wörtlein Eck. Ich will euch bewahren, aus der Stunde der Versuchung oder vor der Stunde der Versuchung ist halt beides möglich. Man kann das natürlich noch so additiv anbringen, aber wenn das Wörterbuch schon sagt, dass beide Übersetzungen möglich sind, dann ist das eigentlich kein sehr starkes Argument. Und wenn Jesus sagt, ich will euch bewahren, Eck aus der Sünde, ja, dann passt das meiner Meinung nach sehr, sehr gut, weil wir mitten in der Sünde drinstecken. Libby hat ja auch eben schon davon gesprochen, dass die Gemeinde in einem großen Abfall steckt. Abfall ist Sünde. Ja? Also, dass Jesus uns innerhalb dieser Sünde bewahrt, das macht meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn, als dass dieses Eck heißen würde. Ich bewahre euch, weil gleich setzt ja die Sünde ein. Und bevor die Sünde einsetzt, bewahre ich euch. Ja? So wie man es bei der Entrückung dann auch verstanden wissen will. Also so zumindest meine Meinung dazu. Nicht wahr? Man stellt sich vor, ein Kind rennt zum Rhein. Jemand kann das Kind noch aufhalten, dann hat er es bewahrt vor dem Wasser. Aber wenn es schon drin ist, dann muss man selber auch rein und dann kann man es retten aus dem Wasser. Aber nicht bewahren aus dem Wasser. Das ist sprachwissenschaftlich unmöglich. Man kann nicht bewahren aus, man kann bewahren vor. Und darum steht im Wörterbuch vor oder aus, je nachdem mit welchem Wort es verbunden ist. Also der Herr sagt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Gemeinde kommt nicht hinein. Und ist das nicht eine wunderbare Ermutigung? Wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf Christus. Und das Zeichen auf der rechten Hand, also auf der rechten Hand, ja, und auf der Stirn, das kommt erst dann. Mit dem haben wir noch nichts zu tun. Und übrigens heißt es recht, ja, wirklich rechte Hand und nicht Oberarm. Ja, das Thema ist natürlich jetzt extrem assoziativ belegt. Für mich ist das immer so ein Problem bei dem Thema der Vorentrückung, weil man dann sich in der Sicherheit wiegt. Uns passiert ja gar nichts. Ja? Wir können eigentlich alles mitmachen, weil die schlimmen Dinge kommen ja erst in der Drangsalzzeit, dann sind wir alle schon entrückt. Das ist für mich eine Ableitung aus der Vorentrückungslehre, die ich nicht sehr mag, ja? Weil ich glaube, dass wir Christen in viele Dinge reinkommen, auch in viel Not. Schaut euch die Christen an in den muslimischen Ländern oder in den kommunistischen Ländern. Ja? Wenn man denen gesagt hätte, da haben wir gar kein Problem mehr mit, weil wir werden ja vorher entrückt. Also wenn ich im Osten bin und das Geschwistern sagen würde, die würden mich überhaupt nicht ernst nehmen, nach dem, was die dort erlebt haben und vielleicht auch bei dem, was uns bevorsteht. Ob das Mahlzeichen jetzt damit darf man ja nicht sagen auf YouTube, ja, damit zu tun hat. Es klingt fast danach, ja, aber ich kann nur sagen, meiner Meinung nach kommt dieses Mahlzeichen in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und die beginnt erst 3,5 Jahre, nachdem Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und das ist noch nicht der Fall. Ja. Deswegen will ich auch jetzt nicht unbedingt dann sagen, mach das alles mit. Ja. Ganz im Gegenteil. Aber zu sagen, aufgrund der Vorentrückung passiert uns gar nichts und da sind wir ja dann auch weg von allem. Gut, aber das ist jetzt eine Ableitung aus dem, was man da so auslegt. Mir geht es eigentlich um den Kern der Dinge. Kann man das an den Versen, die Paulus jetzt in 2. Thessalonicher 2 ableiten, dass die Entrückung vor der Trübsal ist? Und da glaube ich, dass das nicht der Fall ist, weil man viele dieser Begrifflichkeiten dort in 2. Thessalonicher noch überhaupt nicht richtig gefüllt hat und auch nicht in Verbindung setzt, weder zur Offenbarung noch zu Daniel noch zum 1. Thessalonischer Brief. Ja. Soweit mal, ich kürze das hier auch ab. Ich wollte das gar nicht so sehr lange machen. Noch einmal, es geht mir nicht darum, eine Person zu diskreditieren. Ich hätte auch jedes andere Video nehmen können, ja,
was sich mit der Voreindrückung beschäftigt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Nochmal, es geht mir nicht darum, da irgendjemand in Misskredit zu bringen. Der Roger Libby ist mir ein lieber Bruder und wir hatten auch einen kurzen Schriftwechsel mit Mails und da haben wir uns da auch gegenseitig versichert. Wir sind leider nicht dazu gekommen, uns über diese Themen auszutauschen. Der Wiedergeburt Jerusalems ist auch alles nicht so sehr gravierend und nicht so sehr schlimm. Hängt ja alles auch nicht an einer Person. Mir geht es eigentlich und im Kern grundsätzlich nur darum, was sagt die Bibel, was sagt die Schrift. Und ich glaube, dass wir da vieles finden können, vieles neu durchdenken müssen in der Bibel und zu neuen Ergebnissen kommen, die meiner Meinung nach wunderschön sind, die plötzlich viele, viele Bibelstellen erklärbar machen. Deswegen bin ich jetzt nicht der Gegner von all denen, die nicht die gleiche Erkenntnis haben. Ja, das sind Erkenntnisfragen. Ich freue mich über viele, die da mitgehen gedanklich und sagen, oh, das hat Hand und Fuß. Oder ich prüfe das mal nach. Ich nehme das mal als Arbeitshypothese. Ich freue mich über alle, die das anerkennen und verstehen, weil das für mich ein Zeichen ist dafür, dass der Herr kommt, dass wir plötzlich so viel Licht haben können in seinem Wort. Das ist für mich der eigentliche Nukleus, was steht geschrieben. Mir geht es nicht um eine Theologie, mir geht es nicht um katholisch oder evangelisch oder freikirchlich oder baptistisch oder Brüder, oder da geht es mir überhaupt nicht drum. Ich sehe nur noch Menschen. Das andere habe ich alles beiseite geschoben. Das interessiert mich nicht mehr, ja? Welcher Konfession ihr seid oder wo ein Mensch steht, welchen Glauben er hat. Ja? Für mich ist nur die Frage, ist das jemand, dem man das Evangelium sagen kann? Ist das jemand, der wirklich sucht, der die Wahrheit sucht und der sich freut darüber, die Wahrheit in Jesus Christus zu finden? Alles andere habe ich beiseite geschoben. Ja? Es gibt so viele Arten und Weisen, den Glauben zu leben. Ja, ich schließe das hier ab. Ich danke sehr fürs Einschalten. Ich möchte euch auch zum Glauben aufrufen. Wir haben einen guten Gott, wir haben einen Vater im Himmel. Der Glaube ist aller Annahme wert. Prüft das, was ich sage, was der Dr. Libby sagt, was andere Prediger sagen. Prüft das an der Schrift. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit in Christus wird euch frei machen. Die bringt euch nicht unter Gesetz und nicht unter Druck. Die macht euch frei in der Gebundenheit an Jesus. Ja? Da werden wir vom Typ zum Charakter. Okay, ich schließe hier. Ich danke sehr fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Viel Durchhaltevermögen, viel Mut. Lasst euch euren Mut nicht nehmen. Ja? Bleibt fest in dem Glauben, den Christus uns gibt. Wir stehen auf einem Felsen und wir sind auf der Seite des Siegers. Und das bleibt so. Das hängt auch nicht von unserer Macht oder Fähigkeit ab, sondern wir sind Gezogene von dem, der kommt. Ja. Okay, alles Gute euch. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und bis bald.